Leute, ich fange an, dieses Spiel abartig zu hassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich das Let's Playen wollte. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Erstmal rede ich mit Diego. Warte. Ich hole mir jetzt einfach Kannst du mir was den beibringen? einen Stärkepunkt. Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Und also ja, nach reichlicher Überlegung habe ich mich entschieden, Deine Kampfkraft ist um einiges dass Diego höher. mich jetzt doch noch vollquassen Komm wird. mal hier, Nein, es dass. gibt viel zu Halt die lernen. Klappe, Diego. Dass ich doch nicht Armbrust auf Meister bringen werde, weil das Schwachsinn ist. Stattdessen werde ich gucken, dass ich wenigstens Zweihand wenigstens auf Mittleres, auf Fortgeschritten kriege, weil so. Ich bringt das absolut gar nichts. Fortgeschritten weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir zu den Orkjägern und soweit ich mich erinnern kann, sind die in der Felsenfestung. Dazu gibt es zwei Wege, die ich nehmen kann. Nämlich den Weg, wo die Magier waren und den Weg über Nathans Lager oder Nathans Lager. Ich glaube, Nathans Lager ist kürzer, deshalb nehme ich den Weg. Ja, der ist natürlich kürzer. Nicht viel, aber es reicht. Und ich werde einfach durchsprinten, vermutlich. Hier ist immer noch diese Kampfquest, die nicht funktioniert. Ich werde vermutlich einfach durchsprinten mit dem Geschwindigkeitsrank, wenn ich den Ausweg hier finde. Ja, da geht's runter. War ich da eigentlich schon mal unten? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle überhaupt jemals entdeckt habe. Vor allem nicht hier in dem Mod. Also hier war ich in dem Mod noch nicht unten, oder? Was ist denn das hier? Wow. Wow. Toll. Oh, das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Was macht der Schalter? Wow. Das ist ein Aufzug. Yeah. So, komm ich jetzt wieder hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das war unnötig. Ich lade nochmal. Ich brauch da nicht runter. Das ergibt gar keinen Sinn. So, wir gehen jetzt zu den Orkjägern. Und ja. Ich hoffe einfach nur, dass ich diesen Mod bald hinter mich gebracht habe. Ich meine, ich weiß nicht. Autsch! Ich weiß nicht, warum ich ihn Let's Playen wollte. Es gibt wahrscheinlich ein paar coole Stellen in dem Mod am Schluss oder so. Danke. Muss ja jetzt passieren. Am Schluss gibt es, glaube ich, noch ein paar coole Stellen. Weiß mir warum. Aber, ich habe jetzt echt. Sag mal! Scheiß drauf, ey. Scheiß einfach drauf. Der Typ ist behindert. Upsa. Nein. Ach Mann. Bluthund, blutend gefährlich. Oh, Bluthund macht gar nicht so viel Damage. Da kann ich mich durchprügeln. So stark sind die gerade gar nicht. Ich muss nur mein Leben auffüllen und dann prüge ich mich durch vier durch. Die Rüstung bringt wohl einiges. Ja, 45. 65, meine ich. Das ist nicht gerade wenig. So, jetzt hauen wir uns erstmal kurz die zwei Tränke rein. Ich glaube nicht, dass wir noch jemals nochmal. Dammit! Dass wir nochmal Dings machen müssen. Fleisch fressen. Ich glaube, es reicht, wenn wir uns einfach nur mit Heiltränken vollstopfen. Und wenn ich irgendwann keine mehr habe, habe ich ja immer noch Fleisch für den Notfall. Das Blöde ist halt, dann brauche ich an den Stellen länger und es wird dann gefährlich, dass ich sterbe, aber was soll's. Wird wohl kaum passieren. So, du kleiner, mieser Bluthund. Ich könnte jetzt zwar einfach durchrennen mit dem Geschwindigkeitsschrank, aber so stark bist du gar nicht, ja? Ha? Tust nur so, als wärst du mächtig. Au! Ha, hast du gedacht? Komm doch her, komm doch her. Ah, jetzt hast du mich aber reingelegt, ha? Jetzt hab ich dich reingelegt. Aua! Komm schon. Stirb endlich! Hallo, Bluthund. Willst du mich eigentlich verarschen? Du blödes, hässliches Vieh. Hallo? Okay. Alter. So, vier Zähne. Übrigens, Sachen verkaufen lohnt sich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Erz brauche. Habe ich jetzt halt mein ganzes Inventar voll. Oh. Das sind Ork-Krieger, ne? Ork-Kämpfer. Oh. Komm noch her. Shit. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Hallo. Oh je. Aua. Okay. Okay. Ganz ruhig. Aua. Okay, Battle. Hardcore Battle. Okay, es ist möglich. Ich weiß nicht, ob ich mir den Stress antun will. Auf jeden Fall brauche ich volles Leben für die Viecher. 50 fehlt. Also die Bluthunde machen wohl 25 Schaden. Ich habe voll wenig Leben. Ich bin gerade mal Level 8. Das ist voll gemein. Wenn ich mit Level 8 hier gegen Ork-Kämpfer kämpfen muss. Ich meine, okay, ich habe eine gute Rüstung und ein relativ gutes Schwert. Komm mal her, Ork-Kämpfer. Aber
trotzdem, ich habe kein Leben. Ich müsste ja eigentlich, sollte ja eigentlich mega viel Leben gegen die Viecher haben. Jetzt ist jedes ein Hardcore-Battle gegen jedes Viech. Aua, aua, aua. Okay. Aua. Alter, du hättest abwehren müssen. Warum macht der Oberon nicht das, was ich will? Voll nervig. Außerdem kann ich, wenn ich dich nicht töte, den Bluthund auch nicht töten. Und die Bluthunde sind ja nicht gerade schwer zu killen. Ich meine, es ist nicht nötig, ihn zu killen. Ich kann auch vorbeisprinten, aber... Naja. Au. Ah. Okay. Okay, harter Kampf hier. Gut. Ja, natürlich gar nichts dabei. Allerdings habe ich ihn gekillt. Wenn ich jetzt jedes Mal so hardcore kämpfen muss, dann... Wow. Aber ich habe noch mehr als genug Tränke. Muss mich halt nur noch ein bisschen anstrengen. Dieser Mod ist wohl noch ein bisschen auf Kampf basiert. Weil in Gothic 1, wenn, ab da, wo man gegen die Orks kämpft, ist ja nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Da ist noch ein Ork-Speer, der sollte leicht zu killen sein. Komm mal her. Oh, da hinten ist auch noch ein... Oh shit, der Ork-Krieger rastet schon aus. Oh shit, der auch. Okay, nee, nee, nee. Oh. Kein Problem, die laufen schon wieder zurück. Alter. Alter, komm jetzt her. Alter, willst du mich eigentlich... Du Mistvieh! Oh. Gut, fick dich. Kacke. Das war jetzt nicht mein Plan gewesen. Mann, viel zu viel Leben verloren. Aber egal. Ich hatte zu viel Panik wegen der Orks da hinten, die schon ihre Waffe gezogen haben, weil sie mich gesehen haben. Das tue ich mir hier nicht nochmal an. Jetzt hoffe ich, dass der Ork-Speer da hinten nicht auch noch auf mich zukommt. Aha. Verdammter Mist! 4 Schläge? Willst du mich verarschen? Und keine Lücke, wo ich reinschlagen konnte. Stattdessen hätte ich die ganze Zeit abwehren müssen, aber das war mir zu blöd. Ich meine, wer wehrt schon so lange ab? Und vor allem riskiert dann, dass der wieder eine neue Combo anfängt. Au, au, aha. Ich hasse euch auch, Kämpfer. Aber ich krieg dich platt. Ich will meinen Preis haben. Da hinten in der Höhle ist bestimmt irgendwas Tolles. Und das will ich haben, klar? Also komm her. Ich find's echt scheiße, dass Oberon nie das tut, was ich ihm sage. Kommt der andere schon auf mich zu? Nee. Wie viel Leben? 120 schon wieder. Okay, wow. Mann. Scheiße, ist das nervig. So. Was holen wir uns hier? Was holen wir uns hier? Was kriegen wir hier? Spruchrolle. Da ist eine Truhe. Können wir nicht öffnen, weil wir zu weit wegstehen. So, und hier müsste doch, ja, der Orkhammer drin sein. Und der macht sehr viel mehr Damage als mein Schwert. Ich hoffe, dass der sich lohnt. Nee, sehr viel mehr würde ich jetzt nicht sagen. Der macht halt ein bisschen mehr Schaden. Ich hoffe, dass es sich lohnt, den anzulegen im Vergleich zu dem Schwert. Weil ich glaube, die Reichweite ist einiges geringer von dem Hammer. Aber probieren schadet ja nicht. Also, ja. Machen wir die Biester platt. Komm her, du Ork, da vorne. Ich habe schon deine ganzen Brüder gekillt. Du wirst jetzt auch ein leichtes, weil ich jetzt diesen Hammer und kann dich damit kaputt schlagen. Oh, fuck, du hast ja noch ein Haustier. Okay, das ist nicht gut. Aua. Aua. Doch, Damage ist okay, Reichweite ist scheiße. Das geht sogar. Aua. Der Typ ist zu dumm, mich anzugreifen. Aua. Hätte ihn nicht dumm nennen sollen. Die Reichweite ist sowas von winzig. Shit, mit der Reichweite klappt gar nichts. Ich muss eher an ihm dran stehen als er an mir. Und vorhin war es genau umgekehrt. Ich nehme doch lieber das Schwert. Auch wenn ich damit viel weniger Damage mache. Aber oh, wow. Man hat ja schon gesehen, dass er gerade den Hammer so gehalten hat. Er konnte es nicht mal über beide Hände hinweghalten. So, komm du mal her. Dein Haustier kannst du weglassen. Oh nein, ein Haustier folgt uns. Ich muss dich schnell töten. Okay, dein Haustier folgt uns nicht absichtlich. Doch, jetzt gleich schon. Komm schon, stirb. Okay. So, komm noch her, du Bluthund. Eine leichtesten Übungen hier. Klatsch, klatsch. Aua. Oh. Eigentlich sollte ich hier jetzt endlich mal eine viel bessere Waffe haben, aber ich habe hier noch nicht mal... Ich brauche noch ein Level-Up, damit ich Zweihand lernen kann. Aua. So. Und erst dann lohnt sich das hier, eine wirklich gute Waffe zu kaufen überhaupt. Oder eben diese komische Axt anzulegen.
Dazu brauche ich aber jetzt immer noch fast 2000 Erfahrungspunkte, was eigentlich gar nicht so viel ist. Die 1000 Erfahrungspunkte bei Samuel konnte ich übrigens nicht nehmen. Die sind so verbuggt, dass da gar nichts geht. Deshalb habe ich die einfach weggelassen. Die kann ich vielleicht später noch holen, aber naja, jetzt gerade jedenfalls nicht. Also lasse ich das erstmal. Scheiß Bugs, ey. Überall nur alles voller Bugs. So. Machen wir dich gleich noch platt. Na komm her. Na komm her. Ja komm. Gut. Ach. Ich hasse es. Diese Biester, ey. Wie die Warane, ey. Wie die scheiß Warane. Sag mal. Hör auf damit. Hör auf damit. Versuch wenigstens mich zu schlagen. Au. Danke. Damn it! Stirb einfach! Du Scheißvieh! Ich hasse dich! Ich hasse das! Ich hasse es so sehr! Oh, fucking Bluthunde! So. Sollen wir jetzt noch gleich den anderen Weg durchmachen hier? Ja, gucken wir doch mal, ob da was ist. Ja, wahrscheinlich ist da schon. Oh, hallo? Hallo! Warte, warte! Du bist ein Arschloch! Zumindest meine Waffe ziehen lassen können. Kommt der auch so, oder war ich gerade einfach viel zu nah dran? Keine Ahnung. Ich will ihn aber noch töten. Hallo. Ich bin oben. Ich bin zu weit oben. Aua. Ich habe hier Highground-Vorteil. Also das mit dem Abwehren klappt gar nicht, oder, Oberon? Das mit dem Abwehren kriegst du einfach nicht auf die Reihe, du Penner. Gott! Der Held in Gothic 1 ist nicht so dumm. Der macht, was ich ihm sage, aber der Held hier, der macht gar nichts. Was haben die mit dem gemacht, dass er zu dumm ist, abzuwehren? Ah, du bist ein Arsch. Immer diese fucking Fünffach-Kombos oder was der macht. Der dreht voll am Rad, der Penner. Also der Gegner, nicht ich. Meine dreht auch am Rad, aber im negativen Sinne. Ja, komm doch her jetzt. Guck nicht immer so blöd. Macht mich das... Alter! Macht mich das aggressiv. Das glaubt ihr gerade gar nicht. Autsch. Ich sitze hier gerade vorm PC und denke mir nur, fick dich, Alter. Mann. Das ist zu verzweifeln. Ja, guck nicht so. Jedes Mal. Ich hab doch dich zuerst geschlagen. Hör auf so zu tun, als ob ich dich... Wie jetzt? Ja, du kannst durch den Boden schlagen. Du warst nicht mal nah genug an mir dran. Eigentlich muss ich den gar nicht killen, aber ich mach's trotzdem. Egal wie oft ich versuche. Aua. Ach so. Ach so, klar, natürlich. Natürlich schlägst du mich einfach mal dreimal, ohne dass ein Typ auch nur einmal tut, was ich ihm sage, nämlich abwehren. Wow. So. Au. 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 Ah. Ich hol mir. Jetzt reicht's mir einfach. Ich hole mir jetzt meine Armbrust raus. Lock ihn irgendwo hin, wo ich ihn von oben... Ach komm, gehen wir doch einfach da hoch. Schießen ihn einfach von hier ab. Da kann man doch hoch, oder? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Oh, was ist das denn? Mondschatten, toll. Ich brauch's eh nicht. Warum nehme ich sie überhaupt mit? Kann man da hoch? Ja, ich glaube schon. Von da oben knall ich dich jetzt einfach ab wie so ein Tier. Und du kommst nicht an mich ran, das verspreche ich dir. Wird wahrscheinlich eine halbe Stunde um mich rumrennen. Aber der Typ hat es einfach nicht anders verdient. Hey, Ork-Kämpfer! Komm her. Muss herkommen. So. Oberon. Ja, okay. Oh. Jetzt habe ich aufgehört, ihn anzuvisieren, weil ich näher an den Rand stehen wollte. Kommt jetzt doch hoch. Ist ja so klug. Nee, ist er nicht. Oberon ist aber auch nicht so klug. Ja, okay, jetzt trifft er ihn. So. Dämlicher Ork-Kämpfer. Mann. Ich hasse dich. Hast du verdient, vor allem von Bolzen durchbohrt zu werden. Ah, auf jeden Fall werden wir ihn gekillt, ohne Leben zu verlieren. Das ist doch auch mal was. Mega der Stress. So, hat's hier doch noch jemand? War es das endlich? Ich glaube, das war's, oder? Ja. Das wäre... Ah, okay. Eigentlich wären beide Wege ungefähr gleich viele Gegner gewesen. Beziehungsweise, wenn ich durchgerannt wäre, wäre es eh scheißegal gewesen. So, ist da unten jetzt noch einer oder kann ich endlich zu der Festung? Ich glaube, ich kann zu der Festung. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Orkjäger in dieser verdammten Festung sind. Aber dass sie die ganzen Orks, die direkt vor ihrer eigenen Festung sind, nicht töten.
Was machen die Orks überhaupt da? Was Harakiri machen oder was? Ich meine, hallo? Und warum machen die Orkjäger nichts gegen Orks, die 2 Meter vor ihnen stehen? Okay, das ist nur Bergmoos. Kein Gegner. Ich glaube, hier sind jetzt keine Gegner mehr, oder? Ich glaube mal nicht. Hoffen wir es einfach mal. Wäre auch ziemlich schwachsinnig. Also ganz so nah brauchen sie die Orks auch nicht kommen lassen. Wenn sie halt zu faul sind, die hinter der Brücke zu killen, na gut. Aber wenn die Viecher direkt vor ihrer Nase wären, würden sie ja schon killen. Trotzdem. Ich weiß nicht, was ich von den Orkjägern halten soll, wenn die hier nicht mal ihr eigenes Territorium aufräumen. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? 1500. Die könnte ich vielleicht sogar demnächst noch kriegen. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich mit den Typen rede, vielleicht kriege ich dann auch schon so ein paar Erfahrungspunkte. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Typ. Wow. Bin mir nicht mal sicher, ob das ist kein Typ. Und eine krasse Rüstung hast du da an. Hallo. Hey, wer bist du? Hallo. Ich komme von den Streitern aus. Und was willst du hier? Wir wollen nur alleine sein. Wir brauchen eure Hilfe. Aha. Erzähl, ich bin Diana. Ihr sollt uns im Kampf gegen die Lager helfen. Wir? Wir sind zwar gute Kämpfer, aber sicher nicht bei weitem so gut wie ihr. Warum braucht ihr uns also? Das ist unsere Opfer. Was könnt ihr denn besonders gut? Unser Schmied, Takun, kann Rüstungen schmieden, die widerstandsfähiger als alle anderen Rüstungen der Barriere sind. Dann müsst ihr uns welche machen. Wieso? Was haben wir davon? Ich bin sicher, ihr werdet viel Erz bekommen. Na gut, das könnten wir uns überlegen. Geht zu Takun, er wird wissen, was zu machen ist. Was wollen die mit Erz? Ganz ehrlich, die leben hier, wollen nur alleine sein, handeln wahrscheinlich auch nicht mit irgendjemand. Was wollen die da mit Erz? Hilfe! Ja, Schwachsinn, ey. Schon wieder diese Logik. Schon wieder diese Logik dahinter hier. Wieso spiele ich den Mod? Wieso? Wieso tue ich das? Ah, wenigstens ist hier genug Schrott zum Mitnehmen, den ich überhaupt nicht brauche. Yippie! Mann. Ey, ich will das Bier haben. Wenigstens etwas, was hier gut ist. Ah, okay. Verwitterte Axt. Jede Menge dumme Waffen, die ich absolut nicht mit... Was ist das denn? Eine Handaxt? Ja. Die ich eigentlich nicht mitnehmen brauche. Die bringen mir gar nichts. Ich weiß nicht mal, wem ich den Scheiß verkaufen soll. Hier ist auch niemand, aber da ist noch dieser Schalter und eine Truhe. Was haben wir hier drin? Ein Schlüssel. Okay. Und ein Schalter für diesen geheimen Raum dort. Hoffen wir, dass hier jetzt keine Skelette rauskommen. Oder ein Dämon oder sowas. Nee, nichts. Okay. Bücher brauche ich nicht lesen, die bringen Gothic 1 gar nichts. Alchemietisch bringt mir auch nichts. Tränke kann ich mitnehmen. Die brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber immerhin zum Teleportieren. So, dann haben wir hier noch 2 Truhen. Wahrscheinlich nur Nuss. Oh, okay. Vielleicht doch was Nützliches drin. Wird zwar eh nicht halten, aber ups. Geh mal weg da. Nimm das andere. Oberon, hör auf damit. Aus. So. Und ja, dachte ich mir. Die bringen mir auch nicht viel, aber was soll's. Okay. Dann, was haben wir hier drüben? Echt gar keinen Bock hier alles zu durchsuchen, nee. Das Spiel regt mich schon übel auf. Wer bist du denn jetzt? Bist du nicht der Schmied, Takun? Was bist du? Okay, reden wir gleich mal mit dir. Hast du mit Diana gesprochen? Ja, sie hat gesagt, ich sollte zu dir gehen. Wir, die Streiter Innos, brauchen deine Rüstung für unseren Kampf gegen die Lager. Dann hat Diana vermutlich auch gesagt, dass wir Erz wollen. Viel Erz. Ja, ihr kriegt alles, nur wir brauchen die Rüstung. Ich vertraue dir nicht. Du musst mich erst überzeugen. Es ist zwar eine große Leistung, dass du uns überhaupt gefunden hast, aber um dir richtig zu vertrauen, muss ich wissen, dass du es mit den Orks aufnehmen kannst. Warum das denn? Hör mal, Junge. Nicht umsonst nennen wir uns Orkjäger. Töte 4 Kämpfer der Orks und bringe mir ihre Waffen. Dann mache ich eure Rüstungen. Ich glaube, ich habe 4 gekillt. Wenn du uns überzeugt hast, kannst du sogar die beiden anderen als Söldner anhören. Oder habe ich nur 3? Das könnte auch sein. Das wäre blöd. Hier, bitte. Ich habe die 4 Orks. Gott sei Dank. Aha. Dann zeig mal her. Das hast du sehr gut gemacht. Nun werde ich euch die Rüstungen schmieden. Du musst mir nur die Zutaten bringen. Ich brauche 7 Erzplatten. Wo soll ich denn Erzplatten herkriegen? Die verlassene Mine ist zwar schon lange nicht mehr in Betrieb, aber du kannst ja mal nachsehen gehen. Überall Orks. Noch ein paar Erzplatten rumliegen. Aber dann muss ich ja durch die Orks. Genau. Du kannst ja einen unserer Söldner um Hilfe bitten.
Soweit ich mich erinnern kann, ist das totaler Bullshit. Es steht auch im Walkthrough, dass das totaler Bullshit ist. Ja, ich habe es aus Langeweile durchgelesen, weil den Rest des Spiels gibt es eh keine Rätsel mehr. Ich kann einen der Söldner mitnehmen, aber das ist so Quatsch, weil die einen Söldner sind verbuggt und spinnen total rum. Und die eine, die, also Diana, glaube ich, kann ich noch mitnehmen. Und die ist so dumm, weil sie einfach nur in der Gegend rumsteht und sich verprügeln lässt. Die juckt es überhaupt nicht, dass da Leute sie angreifen. Was ist das für ein Geräusch? Sind es Beißer? Sind da oben Beißer oder was? Und zwar ziemlich viele, wenn ich das richtig höre. Was geht denn jetzt ab? Okay, Moment. Sehen wir gleich nach. Hier sind Betten. Kann man wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ja, hier sind die Betten ja auch verbuggt. Hier sind 200 Erzbrocken, okay. Ich habe gar keinen Bock mit diesen... Ich habe gar keinen Bock, mich dadurch die Orks schon wieder sprühen zu müssen, ne. Ich glaube, den Part werde ich auch erst beim nächsten Mal machen. Ist jetzt schon zu stressig. Ist jetzt schon alles nur noch Stress hier. Wir reden noch mit den ganzen Leuten, dann teleportieren wir uns dorthin, wo es anfängt und dann reicht das auch erstmal. Ich glaube, den Rest werde ich dann am Stück machen können, weil viele sind dann nicht mehr übrig. Also die Erzplatten holen und dann den ganzen Rest. Vielleicht muss ich noch gegen die Lager kämpfen wahrscheinlich, ja. Hier fällt man doch immer runter, oder nicht? Sieht mir gerade danach aus. Wow, Beißer! Zahmer Beißer. Was ist hier los? Was soll das? Wo sind hier 50 Beißer? Ja, genau. Warum sind denn hier so viele Beißer? Tja, Junge. Von unseren Kämpfen gegen die Orks bringen wir immer was mit. Mal sind es Orkwaffen, mal sind sie die junge Orkbeißer. Wir zähmen sie. Und lassen sie bei uns wohnen. Das geht auch gut. Man muss sie nur zeitig füttern. Ach, wo du schon mal da bist. Willst du sie nicht füttern? Bist du zu faul, oder? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Beißer füttern. Das ist ganz leicht. Gehe einfach hin und lege ihnen etwas Fleisch hin. Du musst nur aufpassen, dass du ihnen genug gibst. Sonst werden sie böse. Na gut. Ich kann es ja mal versuchen. Na also. Hier hast du einen Beutel mit Fleisch. Merkel. Nur dieses Fleisch mögen die Beißer. Nicht das Söldner anhören? Noch nicht. Ich höre noch gar niemanden das Söldner an. Wo ist diese komische Beutel mit Fleisch? Kann ich den einfach auf den Boden werfen oder wie funktioniert das? Was ist denn der? Beutel mit 10 Fleischköllen. Okay. Ich schmeiß einfach. Soll ich den Beutel? Ich glaube, den. Kann ich ihn? Ich muss den wahrscheinlich aufmachen, oder? So. Was ist das Fleisch? Sehr witzig. Hier. Fresst. Hey, hallo. Wow. Hier. Guck mich nicht so an. Hä? Da gibt. Wow! Das gibt gar keinen Sinn. Ah. Hä? Ey! Es funktioniert nicht, ist auch verbuggt, steht auch im Walkthrough. Alles verbuggt hier. Einfach alles. Nichts funktioniert. Die Beißer nicht, die Kämpfe nicht. Die Gemeinschaft hat auch keinen Sinn mehr. Das ist alles Müll, alles Blödsinn, alles Schwachsinn, alles Scheiße. So, ich habe also bis jetzt 2 mögliche Söldner. Da kann ich aber noch hoch, vielleicht finde ich da noch einen. Ich kann Diana mitnehmen, soweit ich weiß, hier steht beides. Also, man kann den Orkjäger anheuern oder die Beißer-Quest machen. Beides klappt nicht, wegen Bug. Also auch das Anheuern klappt nicht. Also bleibt nur noch Diana. Allerdings spackt die total rum. Links, rechts, scheiße. Links, links, rechts, rechts, links, links. Wow, voll schwer. Wow. Siegbringer. Er bringt 1 mehr als mein Schwert. Cool. Probieren wir es doch gleich mal aus, das Schwert. Die Waffe ist gleich lang, ne? Ja. Dann bitte, wie halten wir den jetzt einfach? Auch wenn er da eigentlich an dieser Stelle wahrscheinlich gar nicht sein sollte, haben wir jetzt einen Siegbringer. Super. So, jetzt, ich rede mal kurz mit dem Typen und sage ihm, dass ich ihn anheuern will. Nichts passiert. Ich bin Akrobatik-Typ. Und dann rede ich noch mit Diana, aber die ist ja, glaube ich, verbuggt. Außerdem müsste ich dann, glaube ich, den ganzen Weg hinlaufen. Ich möchte dich als Söldner anheuern. Okay, ich kämpfe mit meiner Axt. Gib mir 100 Erz und ich folge dir. Gut. Hier hast du 100 Erz. Folge mir.
Soweit ich weiß. In Ordnung. Geh voraus. Also, so wie das da steht, ist er verbuggt. Das heißt, er wird mir wahrscheinlich gar nicht folgen, oder? Doch, er folgt mir. Warum ist er dann verbuggt? Achso, ich glaube, ich weiß warum. Komm mit runter! Jetzt warten wir das mal ab. Mal sehen, ob das funktioniert. Hm, er wartet tatsächlich. Komm runter. Hallo? Typ? Ja, ich glaube, das ist der Grund für sein Verbuggtsein. Typ! Typ, hallo, wo bist du? Ja. Ja, okay. Hey, komm runter. Es tut doch. Ich verstehe nicht, warum das dann scheinbar verbuggt ist. Huch. Ich habe gerade auf das... Ach, was bleibt es, Diana zu engagieren, welche auch sehr stark ist. Meine Erfahrung ist, dass die Sache nicht harmoniert. Man wird Oberon erschlagen, weil das Mädchen, weil sie oft nur rumsteht, wenn es ernst wird. Schließlich habe ich den Weg alleine gemacht. Aber ich glaube, ich mache das auch alleine. Ich werde jetzt noch kurz zu Diana runterspringen, aber die Bug using. Nur um euch zu zeigen, was sie sagt und was sie mitnimmt. Und ich werde sie nicht mitnehmen und das alleine machen. Weil soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe das ja auch schon durchgespielt, war das tatsächlich so. Ich möchte dich als Söldner erneuern. Okay, ich bin gut im Nahkampf. Gib mir 100 Erz und ich folge dir. Gut. Hier hast du 100 Erz. Folge mir. In Ordnung. Geh voraus. Ja. Allerdings, wie ich ja schon gesagt habe... Au, au, au. Okay, ganz ruhig. bringt das nicht viel. Was ich jetzt also mache, ist einfach alleine losgehen, weil... Ja, ich habe das auch so in Erinnerung, dass das Spiel an der Stelle total abspackt. Deshalb teleportiere ich mich jetzt östlich des Lagers, des alten Lagers, und... Jetzt kommt wieder der coole Trinkbug, weil ja hier alles voll mit Bugs ist. Und dann mache ich das beim nächsten Mal alleine, was ziemlich stressig wird. Und ich freue mich schon total drauf. Nördlicher Fluss. Yay. Jetzt kann ich mich erstmal durch die Orks dahin prügeln. Ich könnte natürlich auch durchsprinten, aber... Was weiß. Oh, Bier. Oh, ein Bier. Okay. Ansonsten gibt es jetzt hier nichts mehr zu tun. Wie viel Erfahrung haben wir? Toll. Wegen 225 Erfahrungspunkte kann ich jetzt noch nicht Zweihand lernen. Das mache ich dann wohl auf dem Rückweg. Allerdings brauche ich noch, nochmal 4 Level-Ups, damit es sich wirklich lohnen würde. Also, egal. Das war's jetzt für heute. Mir reicht's wirklich. Mir reicht's einfach. Ich glaube, das sind nochmal viele Bugs in dem Level. Ja. Das sehen wir dann beim nächsten Mal, wie es aussieht. Nächstes Mal wird dann hoffentlich die letzte kleine Session in diesem Spiel, weil es reicht mir. Es reicht mir ganz einfach. Wisst ihr Bescheid noch. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Gothic, die Rache des Königs. Macht's gut und bis dann. Ciao.